MSV Frankfurt, der Spielertalk in 18,99 Minuten. Heute wieder aus der Winebank. Und wer noch eine aktive Karriere als Torwart anstreben möchte, der sollte heute ganz genau zuhören. Wir haben nämlich heute einen aktiven und einen ehemaligen Torwart hier bei uns. Einmal Kenan Muhsinovic und Karl-Heinz Volz. Ich freue mich sehr, dass ihr beide da seid. Dankeschön. Ebenfalls. Karl-Heinz, deine Zeiten beim FSV sind schon eine Weile her. Mitte der 70er, Anfang der 70er bis in die Anfang der 80er rein, wenn mich nicht alles täuscht. Aber so gut wie zur Zeit ist schon lange nicht mehr gelaufen. Ne? Jetzt 3-1 gegen Kassel gewonnen, Tabellenplatz 3, guckt man gerade gerne, oder? Ja gut, also meine Zeit war von 72 bis 80 und habe auch in der Vergangenheit viele Spiele gesehen. Jetzt bin ich etwas inaktiv, weil ich geschädigt bin durch ein neues Knie und habe diese Spiele, also kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich weiß von Freunden, die gesagt haben, dass der FSV jetzt einen guten Fußball spielt, das sieht man an den Ergebnissen und an der Tabelle. Ja, wie geht's dir denn mit deinem Knie gerade? Ja, also ich habe diese Saison habe ich abgehakt. Probetraining mache ich am Anfang nächster Runde. Aber ich hoffe, dass ich Ende des Monats vielleicht beim ersten Spiel wieder als Zuschauer dabei sein kann. Ja, das hoffen wir auch. Kenan, bei dir ist auch Verletzung noch nicht ganz so lange her im Hessen-Pokalfinale. Wie geht's dir wieder? Ich bin jetzt seit 3 Wochen wieder im Training. Wird von Mal zu Mal besser. Ich habe keine Beschwerden mehr, Gott sei Dank. Klar, so ein bisschen Kopfblockade haben wir natürlich immer noch in manchen Bewegungen, weil man denkt, ach, vielleicht können wir das passieren, aber im Großen und Ganzen geht es mir wieder ganz gut. Wie war das denn für dich? Du hast im Hessen-Pokalfinale gespielt, dann musstest du verletzt runter, seitdem spielt Daniel Endres und er macht's gut. Aber wie ist das für dich? Du bist jetzt die 2, aber man hat das Gefühl so von außen, auch wenn ihr euch gegenseitig aufhört, ihr versteht euch gut. Der Eindruck trügt auch nicht, oder? Nee, trügt auf keinen Fall. Also ich kann es nur betonen, ich verstehe mich mit Daniel echt gut, was unter Torhütern jetzt keine Selbstverständlichkeit ist. Und ich meine, wir sind beide lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass wir nicht dahinter stecken, wer die Aufstellung macht. Wir wollen natürlich, dass die Mannschaftsleistung stimmt im Großen und Ganzen. Wenn man dann selber noch zwischen den Pfosten steht, ist natürlich umso besser. Ich hoffe auch natürlich, dass ich meine Einsätze dieses Jahr bekomme. Aber die Mannschaftsleistung steht in dem Sinne über allem und deswegen macht es keinen Sinn, dass ich jetzt was gegen Daniel persönlich hätte. Ja, das stimmt. Karl-Heinz, wie war das früher? Der Kenan hat es gerade gemeint, das ist nicht immer so unter Torhütern, dass man sich versteht. Wie war das zu deiner Zeit? Also ich habe im Weg hierher, gerade gesagt, heute, also ich hatte, Jürgen Grün war mein Stellvertreter und zwar die gesamte Zeit von Anfang bis Ende, 8 Jahre praktisch. Und wir verstehen uns auch damals und heute noch ausgezeichnet. Er ist heute früh wurde im Bürgerhospital vom Dr. Theiss an der Hüfte operiert, also hatte gleiche Operateur wie ich. Wir sind auf diesem Weg alles gut. Aber wir verstehen uns gut und wir haben ja auch noch so einen FSV-Stammtisch, was ja auch, glaube ich, auch sehr ungewöhnlich ist. Alle 2 Wochen, so eine, wenn man älter wird, hat man eine andere Zeit als früher. Also früh um 10 montags. Und das macht auch immer einen Riesenspaß. Und das sind also so Sportgefährten aus dieser Zeit. Also das macht auch Spaß. Also wir haben da ein gutes Verhältnis gehabt und das hat sich auch zu dieser Zeit damals ausgezeichnet. Kenan, wir haben einen neuen Torwarttrainer beim FSV. Mhm. Erzähl mal so ein bisschen, weil Torhüter trainieren ja meistens so gesondert von der Mannschaft, machen ihr Ding meistens zu dritt. Was verändert sich dann, wenn ein neuer Torwarttrainer kommt? Weil man hat ja dann schon so eingespielte Mechanismen, wenn der Alte geht, ein neuer kommt. Was verändert sich dann? Jeder Torwarttrainer hat seine eigene Philosophie, natürlich kann das ganze Torwartspiel nicht verändern, aber jeder hat so ein bisschen seine eigene Trainingsweise, seine eigene Philosophie. Du hattest jetzt einen Torwarttrainer, der sein Training durchgezogen hat über eine gewisse Zeit und du hast dich daran gewöhnt. Du hast ja auch eine enge Bindung zu dem Torwarttrainer, was natürlich auch einfließt in das Training, seine eigenen Charakterzüge, sage ich mal. Und wichtig ist deswegen am Anfang, glaube ich, erstmal sich an den Torwarttrainer als Person zu gewöhnen und dann sich auch an sein Torwarttraining an sich zu gewöhnen. Die Übungen dann sind nicht wirklich großartig anders, aber trotzdem der Charakter von dem Torwarttrainer fließt natürlich schon mit ein. Und wir sind alle wandelbar, deswegen nach 2-3 Wochen ist es eigentlich auch wieder gegessen. Wie gut, also oder wie wichtig ist dann erst recht ein gutes Verhältnis zu seinem Konkurrenten in dem Fall, wenn man eigentlich eh immer nur zu dritt abhängt? Klar, ich sag mal, ich bin eh kein Mensch, der mit einem schlechten Bauchgefühl irgendwo hingehen möchte, der irgendwelche Probleme haben will. Und wenn man jeden Tag mit einer Person zu tun hat, gerade im Torwarttraining mit im engen Kreis, dann ist es natürlich umso schöner, wenn man eine gute Bindung da hat und nicht jedes Mal irgendwie mit einem komischen Bauchgefühl ins Training gehen muss. Ihr hattet 2-3 Spiele, wo dann kein Torwarttrainer mit dabei war.
wie komisch ist das dann? Man geht zu zweit aufs Feld, von oben hat man dann gedacht, so, da fehlt doch einer. Das heißt, du hast quasi dann immer das übernommen, den Eggis warm zu machen. Ja. Musst du dich darauf einstellen? Ist das anders? Was geht dir da durch den Kopf? Klar, man ist ein bisschen konzentrierter, sonst geht man als zweiter Torwart vielleicht am Anfang nicht ganz so konzentriert aufs Spielfeld, aber man weiß ja, was der andere braucht. Man ist ja selber Torhüter, man weiß, was gefordert ist im Spiel, und deswegen gibt man sich natürlich auch die beste Mühe, den dann bestmöglich warm zu schießen. Karl-Heinz, du hattest auch eine Trainerkarriere hingelegt dann. Du hast uns gerade schon eine kleine Anekdote erzählt. Erzähl mal nochmal. Du hast gesagt, du hast mal was zurückgegeben, was du als Spieler von deinem Trainer erlebt hast. Ja, ich habe er erlebt ja einige Dinge. Ich habe es gerade erzählt. Also wir haben ja bei dem kommenden Heimspielgegner FK Pirmasens im April in Pirmasens gespielt. Bis dahin hatten die kein Spiel gewonnen. Dann kam der FSV und wir waren vielleicht doch etwas leicht überheblich. Also war der erste Gegner, gegen den Pirmasens gewonnen hat, und der damalige Trainer Milovan Beljin, der hat dann auf dem Rückweg gehabt, Trinkverbot, also sogenannten Trockenkurs. Das ist mir so in Erinnerung geblieben, dass ich meine Mannschaft damals, FV Bad Vilbel in der Oberliga, irgendwann mal angekündigt habe, wie das damals war, wer ganz schlecht spielt und sich der Trainer richtig ärgert. Und sie sollten daran denken, wenn wir auswärts spielen, aber sie haben es vergessen. Das war die weiteste Fahrt, also Vellmar hinter Kassel. Und da haben wir genauso gespielt wie wir in Pirmasens. Und da habe ich schon gedacht, jetzt ist der Punkt gekommen, jetzt müsst ihr es mal erleben, da müsst ihr durch. Und da gab es mal auf der zweistündigen Fahrt nichts zu trinken. Hatten alle ihren Spaß. Die Spieler hatten Hals auf mich. Ich hatte vorher Hals auf die, aber am nächsten Training durfte es wieder was, gab es auch zu trinken. Wie würdest du reagieren, wenn der Tommy beim nächsten Mal sagen würde, wenn ihr aus Aalen zurückfahrt, 3 Stunden lang, Leute, es gibt einfach nichts zu trinken? Ja, heutzutage ist es leider ein bisschen anders. Also es gibt ja nicht nach jedem Spiel, sage ich mal, den Kastenbier. Natürlich darf man nach einem guten Spiel sich auch mal ein Bier aufmachen. Hinten im Bus hat keiner was dagegen. Aber generell ist es natürlich echt so, dass wir jetzt nicht nach jedem Spiel unser Bier hinten aufmachen. Deswegen glaube ich, ist es nicht so schlimm, wie es vielleicht damals war. Wie sieht es bei euch beiden aus, wenn wir jetzt hier schon in der Weinbank sitzen? Eher Bier oder eher Wein? Karl-Heinz? Also zu meiner aktiven Laufbahn, ob Spieler oder als Trainer, da ist er eindeutig Bier ganz weit vorne. Im Alter hat sich etwas relativiert, da trinkt man aber auch gern ein Glas Wein. Bei dir? Bei mir ist es relativ ausgeglichen, muss ich sagen. Also klar, im Alltag eher vielleicht mal zu einem Essen ein Bier. Aber ich bin auch ein Weinfan, weil ich aus einem Weingebiet groß geworden bin. Deswegen habe ich da einen Bezug dazu, auch mit meinen Großeltern, und ich trinke auch sehr gern Wein, ja. Ja, wenn du das jetzt schon ansprichst, dann ziehen wir mal eine Frage vor. Der Kenan und ich sind nämlich Kinder aus dem Schwabenland. Vielleicht hört man es auch manchmal so ein bisschen raus. Du bist geborener Frankfurter. Fast Neu-Isenburger. Neu-Isenburger. Das nehmen wir jetzt einfach mit rein, das zählt. Was würdest du denn sagen, wenn jetzt so bei uns sagt man Nike schmeckte, hier nach Frankfurt kommen, was müssen die sehen, was müssen die auch probieren vielleicht so kulinarisch? Ja gut, in Frankfurt ist es ja so, da hier gab es einen Apfelwein, und das ist ja auch speziell ein Getränk, das ist ein Nationalgetränk in Frankfurt. Muss ich dazu sagen, ich bin kein großer Apfelweintrinker oder Äppelweintrinker. Mal tief gespritzt geht in Ordnung, aber wenn man nach Frankfurt kommt, muss man wohl oder übel mal sich in so einer Äppelweinwirtschaft reingehen und das trinken. Also es gibt welche, die vertragen es nicht so gut. Ne? Aber das ist anstatt normalen Wein, ist Apfelwein halt das Nationalgetränk. Ja, ich muss sagen, für mich ist gar nichts. Wie sieht es bei dir aus? Ich kann es mal trinken. Ich bin kein großer Fan davon, aber ich finde es jetzt nicht schlecht. Hast du einen Lieblingsplatz in Frankfurt, wo du auch öfter mal bist, wenn ihr frei habt? Im Sommer ganz klar ist Mainufer, an alles drumherum, zum Spaziergang, um sich mal so ins Gras zu setzen. Und ansonsten nicht wirklich, wohne relativ nah am Ostpark. Jetzt gerade zu der Corona-Zeit waren wir da auch oft spazieren, um mal ein bisschen rauszukommen, weil sonst ist es mit Grünflächen natürlich rar. Ja, aber nee, ich würde ganz klar sagen, das ist Mainufer. Hast du einen, Karl-Heinz? Ja, also das Mainufer ist ein schöner Platz, aber ich wohne ja außerhalb von Frankfurt, und wenn du
Ich habe ja vorher auch in Frankfurt gearbeitet, eine Zeit lang, und da bist du froh, wenn du aus Frankfurt raus bist. Und außerhalb gibt es auch erholsame, schöne Plätze. Wir haben ja vorher schon gesagt, du warst in den 70ern, Anfang der 80er da. Du hast fast 200 Spiele für den FSV gemacht. Damals noch zu Zweitliga-Zeiten, wenn mich nicht alles täuscht. Damals war es die zweithöchste Spielklasse. Und du bist Pokalsieger geworden mit einem Verein, den auf der anderen Main-Seite. Wie sehr hängt denn dein Herz noch am FSV? Gut, beim FSV gibt es ja erstes Mal, war ich beim FSV am längsten. Dann hat man beim FSV auch gute Kameradschaft. Dann habe ich beim FSV ja auch zweimal Oberliga spielen müssen, weil die Relegation nicht geklappt hat in die zweite Bundesliga. Und dann wurde ich Ehrenspielführer. Also dann war ich sogar mal in der zweiten Liga, als ich aufgehört hatte, dreiviertel Jahr Co-Trainer unter dem Dietmar Schwager. Also dadurch habe ich einen ganz anderen Bezug zum FSV. Nach Offenbach auch, weil da war der größte Erfolg, den Offenbach je gehabt hat, auch persönlich, wenn man Pokalsieger wird, oder damals hat man noch gespielt, Europapokal, der Pokalsieger gab es ja, das war zwar im K.O.-System, wir sind gleich ausgeschieden, aber Offenbach hat die Begeisterung größer von den Zuschauern, das Stadion immer voll, oder 30.000, oder als wir aufgestiegen sind oder Pokalsieger wurden, da stand ganz Offenbach Kopf, ne? Und hier im FSV ist es leider so, da steht FSV, was gewinnt, steht nicht ganz Frankfurt Kopf. Wenn im Stadion die Lampen angehen, ist das Stadion mit 50.000 voll. Und der FSV ist halt nur die zweite Kraft. Das ist immer so ein bisschen bedauerlich, dass da wird ja auch gute Arbeit geleistet, dass das ein bisschen zu kurz kommt in Frankfurt. Aber mein Bezug ist hier in Frankfurt FSV. Hast du auch den Eindruck, dass der FSV zu kurz kommt, wie der Karls gerade gesagt hat, hinter der Eintracht? Klar, das ist immer schwer in einer Stadt, wo es einen Bundesligisten gibt, werden alle kleinen Kids schon irgendwie darauf fokussiert, und der FSV ist ja schon relativ lange nicht mehr im Rampenlicht gewesen. Ich meine, wenn da jetzt irgendwie mal wieder ein Schub kommt und wir da aufsteigen würden und keine Ahnung was, dann kommt natürlich auch wieder mehr Begeisterung und mehr Zuschauer, aber es ist immer schwer aus so einem Schatten von einem Bundesligisten da sich irgendwie hervorzuheben, deswegen ist es leider so, und ist aber, glaube ich, nicht nur in Frankfurt so, sondern in jeder Stadt, wo es zwei Mannschaften gibt, dass die bessere Mannschaft immer so, ja, der Zuschauermagnet ist. Ja, apropos Bundesligist, du warst ganz lang bei einem Bundesligisten beim VfB Stuttgart im NLZ. Was nimmt man mit aus so einer jahrelangen Jugendarbeit bei einem Bundesligisten? Was hast du für dich selber mitgenommen? Man hat sehr viel man reift charakterlich sehr stark in so einer Zeit, glaube ich. Klar, Disziplin, auch Termine einzuhalten, sich an Sachen zu halten, aber auch irgendwie so dieser Teamgeist, die Verbundenheit mit Spielern, die Freude in der Gemeinschaft zu haben und erfolgshungrig zu sein. Ich glaube, das sind echt schöne Sachen, die man dann auch nur in so einem Mannschaftsgefüge auch lernen kann. Und deswegen würde ich sowas auch nicht missen, oder bin ich da. Ja, ich freue mich, das erlebt zu haben. Gab es einen aus deinem Jahrgang, der es bis ganz nach oben geschafft hat im VfB? Ja, ich habe relativ lange mit Joshua Kimmich zusammengespielt, schon seit wir 12 Jahre alt waren, dann mit Serge Gnabry auch. Und sonst auch Timo Werner hat ein paar Jahre mit mir zusammengespielt. Das waren schon einige, die in Stuttgart quasi da, nicht dann in Stuttgart leider rausgekommen sind, sondern dann über Umwege. Aber ich freue mich natürlich sehr, dass man das auch sieht, mit welchen Spielern man zusammengespielt hat, die es dann nach ganz oben geschafft haben. Du warst ja auch nah dran eigentlich. Du hast ja U19 auch tatsächlich ein Länderspiel gemacht für Deutschland. Ja. Erzähl mal so ein bisschen, was ist das für ein Gefühl, wenn dann tatsächlich so ein Bundestrainer, auch ein Junioren-Bundestrainer anruft und sagt, Kenan, du bist nominiert und du spielst auch. Ja, man freut sich unglaublich, und es ist auch fürs Ego ein relativ großer Schub. Man hat diese volle Überzeugung, okay, jetzt könnte es natürlich könnt's ganz nach oben klappen. Man hat eine ganz andere Motivation auf einmal. Ja, also es ist rundum eigentlich positiv sowas. Viele Profis sagen ja später oder dann während der Karriere, diese Zeit im NLZ ist brutal intensiv und die Freizeit geht flöten und man hat eigentlich nichts anderes mehr außer Schule und Fußball. War das bei dir auch so? Ja, also ich sag mal, ab 16, wo es dann wirklich in die Leistungsschiene ging, wurde der Schritt, mit 16 war die Entscheidung, macht man es voll oder macht man es nur halblebig, und dann, wenn man sagt, man macht es voll, dann wechselt man auf eine Sportschule, wo dann alles so eingeteilt ist, dass man auch schon vor der Schule Training hat, dann hat man die Schule, hat abends nochmal Training,
Das war dann schon relativ zeitintensiv, da ich auch gerade so im Umkreis von Stuttgart groß geworden bin. Ich hatte so eine Stunde Anreise, deswegen war es bei mir auch nicht die Frage, ob ich dann ins Internat komplett, sondern nur Teilzeitinternat wechsle. Deswegen bin ich morgens immer schon um 6.30 Uhr nach Stuttgart rein und bin dann abends um 21 Uhr wieder zurückgekommen. Das war dann schon relativ zeitintensiv, ja. Aber wie gesagt, aufgrund der Erfahrungen, aufgrund der Zeit war es auf jeden Fall wert. Wenn du das jetzt hörst, was der Kenan so erzählt aus seiner Jugend, ist das überhaupt noch vergleichbar mit dem, was du erlebt hast? Das ist so der Unterschied wie schwarz und weiß. Ich habe ja nach Isenburg, bin ja groß geworden. Isenburg hat Oberliga Hessen gespielt, war die dritthöchste Klasse damals. Aus der A-Jugend raus. Wir haben zweimal trainiert, dienstags und donnerstags. Hat damals eine, ging in die Schule, dann die Lehre, da war Fußball. Ab von Nebensache. Das hat schon erst geändert, als ich von Neu-Isenburg aus der Oberliga nach Offenbach bin. Die sind da aufgestiegen in die Bundesliga. Dann war das auch mit Vormittags- und Nachmittagstraining und auch Vollprofi. Aber in der Zeit vorher, der Jugend, da war zweimal Training. Dienstag, Donnerstag, das war gesetzt. Man hat dann natürlich auch, also ich habe Neu-Isenburg, wir waren eine Clique gewesen, wir haben jeden Tag Fußball gespielt. Eine Ecke gab es immer, Sportplatz oder Kleinfeld irgendwo. Also es war. Fußball war jeden Tag auf dem Programm. Nur halt frei, wie jeder spielen wollte, was jeder spielen wollte. Und ab und zu mal mit Zirkus, Theater, weil ohne Schiedsrichter. Aber das hat Spaß gemacht und das hat auch geprägt. Das kann man also mit heute in keinster Art und Weise irgendwas zu vergleichen. Gerade weil er sagt, Torwarttrainer, es gab keinen Torwarttrainer. Ich hatte einen Torwarttrainer mal. Richtig, der nur für die Torleute zuständig war, gab es zu der Zeit. Da war ein Trainer, ein Co-Trainer. Beim FSV gab es nicht mal einen Co-Trainer. Ja, da war der Trainer der zweiten Bundesliga, der hat das alleine gemacht. Mhm. Der hat dann nach dem Training oder vor dem Training hat dann ein Torwarttraining gemacht und zwischendurch gab es Schusstraining. Das war aber so spezifisch, wie die heute trainieren. Da hätte ich 40 Länderspiele gehabt. Aber ich glaube, bei all den Unterschieden, was immer gleich geblieben ist, was ich auch schon gesagt habe, Torhüter sind für sich eine Art, oder? Oder so ein bisschen verrückt. Wie äußert sich das bei euch, bei dir, Kenan? Das ist eine schwierige Frage. Das muss man, glaube ich, das kann ich so gar nicht beschreiben. Man merkt es an einer Person irgendwie, oder man versteht sich dann irgendwie anders wie mit anderen Personen, glaube ich. Das ist so eine unterbewusste Art, und die man dann einfach kennenlernt. Ja gut, also grundsätzlich muss ich immer sagen, die Torleute sind grundsätzlich immer die Besten. Ja, das war vorne, damit wir da mal klar sind. Man hat natürlich eine andere Position, man hat mehr Verantwortung. Wir haben uns gerade jetzt unterhalten, als wir hergefahren sind. Man hat grundsätzlich mehr Verantwortung. Man hat auch mehr gute und schlechte Zeiten. Ja, ich habe gerade von einem Spiel erzählt, wo ich 89 Minuten überragend gehalten habe. Stand 0-0 bis zur 89. Da habe ich mir selbst einen Ring geschmissen. Ja. Und das sind dann die bitteren Stunden, die man dann erleben muss. Das ist ein Feldspieler, der verschießt fünfmal, hat man wieder vergessen. Aber beim Torwart, das prägt dann. Wenn man dann in den letzten einen noch selbst reinwirft, dann hast du, weißt du, das ist ja oben die Schlagzeile, Titelzeile, stehst du drauf. Ja. Das ist so der Unterschied zu einem Feldspieler. Ja, von der Emotion kann man das, glaube ich, eher in Schach halten wie die Feldspieler, wenn man das einfach ein bisschen abgebrühter ist. Ja. Letzte Frage. Es läuft wirklich gut für den FSV jetzt. Platz 3. Was wünscht ihr euch für diese Saison? Also ich wünsche mir natürlich ganz klar, dass es so weiterläuft. So viele Siege wie möglich. Man kann natürlich jetzt noch nicht absehen, wie es dann tatsächlich läuft. Aber wir haben eine super Mannschaft zusammen. Wir verstehen uns alle gut und wir sind auch alle hungrig, da irgendwie so viele Siege wie möglich zu holen. Deswegen will ich es einfach mal so weiterlaufen lassen. Ja, das ist meine Hoffnung. Ja, da kann ich ihn nur bestätigen, man muss abwarten. Die Runde ist lang. Ich kenne ja auch so Spiele, gute Saisonstart. Wir waren dort Tabellenführer, vor allem ging es wieder ein bisschen nach unten. Und das musste gehört, wenn die Mannschaft sich gut versteht, ist wichtig. Und dass man, wenn man vorne steht, hat man ein bisschen oftmals mehr Glück, als wenn man hinten steht. Das gehört halt auch dazu. Und dann muss man abwarten. Zu wünschen wäre es, dass der FSV mal eine bessere Runde spielt als in den vergangenen Jahren, wo es bis zum Schluss immer um den Abstieg ging, wo auch fußballerisch immer, ja, manchmal da schon ein bisschen tränende Augen gehabt hatte.
wenn diese Zeitung also jetzt erhöht, positiv ist und das positiv lang bestehen bleibt, das wäre mal zu wünschen. Und dass dann nach Corona-Zeit noch ein paar mehr Zuschauer kommen, das wäre natürlich auch wünschenswert für den FSV. Hat er nämlich wirklich verdient. Das wünschen wir uns alle. Ich danke euch. Danke auch. Danke. Ich trinke trotzdem einen Schluck.